Wir sind hier auf dem 5. EBS Law Kongress. Beim Law Kongress geht es darum, juristische Tätigkeiten kennenzulernen. Und es entsteht eine Veranstaltung, die sehr interessant ist für Studenten aus Wiesbaden, aber auch von allerorts. Der Law Kongress ist ohne Zweifel eine einmalige Plattform, um mit Politikern, mit Großkanzleien, mit Verantwortungsträgern zu sprechen und auch das Wissen, was man in der Theorie erworben hat, auch anzuwenden in Form von Workshops, in der man mit den Leuten in Kontakt tritt. Das diesjährige Thema lautet Europa im Wandel, rechtliche Spannungsfelder in Politik und Wirtschaft. Ich denke, wir haben viele Fragen, die Europa momentan bewegen. Europa ist im Wandel und viele fragen sich, ob sich Europa überhaupt den Herausforderungen stellen kann. Man muss gemeinsam überlegen, wie wir die Zukunft Europas gestalten. Wir sind ganz besonders stolz, dieses Jahr 13 hochkarätige Kanzleien begrüßen zu dürfen. Großartige Ansprechpartner, Menschen, die gesellschaftliche Verantwortung tragen, die uns in den Dialog treten. Die Redner sind Führungspersönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft. Für unsere Studenten und Teilnehmer ist es eine besondere Chance, diese Führungspersönlichkeiten hautnah zu erleben und Einblicke in deren Praxis zu bekommen. Es ist für die, die heute Verantwortung tragen, immer ausgesprochen spannend, mit der jüngeren Generation in Kontakt zu treten. Für uns hat es eine ganz große Bedeutung, dass wir bei solchen Events auf die nächste Generation treffen und mit der zusammenarbeiten können und mit der auch diskutieren können, was deren Themen eigentlich sind. Wir sind hier, weil wir glauben, wichtige Kontakte knüpfen zu können, hochqualifizierte Kollegen von morgen zu treffen. Mich interessieren persönlich vor allen Dingen die Workshops, durch die wir verschiedene Kanzleien kennenlernen, verschiedene Arbeitstechniken kennenlernen im juristischen Alltag. Die einem super Einblick geben in Dinge, die man so im Studium bis jetzt noch nicht gesehen hat. Ein Workshop, in dem auch gearbeitet wird, wo man sich zusammen Themen erarbeitet, wo man sich zusammen Lösungen erarbeitet. Im Jurastudium wird so oft vorgeworfen, dass es so trocken und theoretisch sei. Und hier können wir mal zeigen, wofür es sich eigentlich lohnt, in der Uni zu sitzen. Ich muss sagen, dass ich begeistert bin über die professionelle, aber jugendliche und charmante Organisation der Kollegen. Das ist genau die Mischung, die sie am Ende auch brauchen. Veranstaltungen wie der Law Kongress, wo im Prinzip eine komplette Universität 2 Tage lang am Stück in den Austausch mit der Praxis, mit Anwendern kommt, sind unglaublich wertvoll. Und in dem Sinne habe ich eine sehr ansprechende, interessierte und konstruktive Veranstaltung erlebt. Die Interdisziplinarität kam sehr klar durch. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass man in diesem Rahmen breit und informiert diskutiert über Themen, die uns bewegen. Und junge Leute zu haben, mit ihnen oft zu diskutieren, zu sehen, das ist die Generation, für die wir das machen. Was Besseres kann einem gar nicht passieren. Dadurch, dass man jetzt auch ein bisschen Einblick in die anwaltliche Tätigkeit bekommen hat, freut man sich einfach auch ein bisschen auf seinen Zukunftsjurist. Die Studenten der EBF wollen in Zukunft an Themen arbeiten, die zukunftsfähig sind. Es ist in jedem Fall die Generation, die mit den Herausforderungen, die wir heute sehen, leben, umgehen wird müssen und die sie hoffentlich auch mit uns zusammen bewältigen wird. Denn es ist ihre Zukunft in diesem Europa. Ein guter Jurist darf nicht nur in seiner Materie gut sein. Er muss in der Gesellschaft, in der Wirtschaft vernetzt sein und er muss weltweit vernetzt sein. Und deshalb sind Veranstaltungen, die Studenten mit der Welt zusammenbringen, eine ganz wertvolle Erfahrung. Ein Jahr lang haben über 30 Leute auf diese 2 Tage hingearbeitet. Einmal mehr hat sich gezeigt, dass Jura nicht nur ein staubtrockenes Thema ist, sondern in Politik und Wirtschaft absolut hohe Bedeutung hat. Dieses Jahr haben wir unser erstes kleines Jubiläum gefeiert. Und wir freuen uns, diese großartige Veranstaltung auch in Zukunft weiterzuentwickeln.